gut in dem, was sie machen, und sie betreuen ja schon permanent Kunden und stellen sich trotzdem immer noch diese Frage. Ja. Und Ja. ich meine, letztendlich ist es ja eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich meine, ihr müsst einfach nur mal zusammenrechnen, was habt ihr die letzten drei, zwei, je nachdem, wie lange es euch gibt, 5 Jahre, 10 Jahre gemacht? Was waren die erfolgreichsten Projekte? Ja, sich Gedanken darüber machen, warum, weshalb, ja, und was waren das für Technologien, für Branchen, für Größenordnungen, und das Ganze halt einfach mal runterbrechen und dann sagen, okay, wir hatten insgesamt 100 Kunden, das hat am besten funktioniert, das hat am meisten Spaß gemacht, das war am lukrativsten, und dann die Schnittmenge daraus ist dann sozusagen das, was wir bevorzugt an unsere potenziellen Kunden verkaufen. Es ist eigentlich relativ ganz einfach, aber ich weiß nicht, wie würdest du das sehen? Ja, ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ein ganz fundamentales Problem ist, und das erklärt auch vieles, ist, dass Kunden keine Fantasie haben. Also sprich, wenn du ihnen sehr konkret sagen kannst, wir verkaufen das, wir verkaufen eine Software für Vertragsmanagement in Finanzinstituten zum Beispiel. Dann ist dem Finanzinstitut, dann ist schon mal klar, wer ist der Kunde im Finanzinstitut. Und zweitens ist dem Finanzinstitut klar, wo ist das, wo kann ich das Software einsetzen im Vertragsmanagement. Also wenn ich da irgendwie als einfaches Beispiel. Du meinst, Wenn du sagst, wir machen. mit Fantasie meinst du abstraktes Denkvermögen, oder? Nein, ich meine, Sie können mit der Aussage, wir machen dir individuelle Software, nichts Ja. anfangen, weil sie nicht, sich nicht vorstellen können, wo ihnen diese individuelle Software denn behilflich sein Der kann. Anwendungsfall. Den Okay. Anwendungsfall, genau. Also Ja. ja, also das, was wir so machen, das machen wir halt in Excel, das funktioniert eigentlich so ganz gut. Aber diese Vorstellung, dass man das zum Beispiel also die pflegen ja zum Teil monströse Excel-Tabellen. Die Vorstellung, dass man da vielleicht mit einer individuellen Software, die irgendwo auf einem Server läuft, dann mit Login und, keine Ahnung, Auditfähigkeit und schieß mich tot, irgendwelchen Schnittstellen zu E-Mail und sowas, dass man da halt vielleicht für ein überschaubares Geld in einen ganz anderen Workflow, ganz anderen Kunden oder nicht Kunden, sondern Mitarbeiter nutzen zum Beispiel schaffen kann. Das fehlt ihnen an Fantasie, sondern da wird halt dann in der Excel gepflegt, dann wird die Excel irgendwie von jemandem ausgewertet, der dann händisch noch die E-Mails rausschickt oder so. Also ich würde es dann sagen, wenn ich es jetzt schon gesehen hätte, oder dann werden noch mit irgendwelchen gedruckten Papierbögen zu Maschinen gelaufen und da die Fräsen dann gefahren oder sowas. Da fehlt halt einfach, die Kunden sind dann halt sehr oft in ihrem täglichen Doing drin und da fehlt halt dann einfach die Fantasie, sich vorzustellen. Das, was für den Entwickler so ganz alltäglich ist, weil es jeden Tag macht, irgendwelche Automatisierungen zu schreiben, fehlt beim Kunden oft als Fantasie. Und darum kommt man eben mit der Aussage, ja, ich baue dir eine individuelle Software, kommt man nicht weiter, weil einfach der Kunde es sich oft, also es ist halt komplett ein bisschen verallgemeinernd, aber das ist halt so die Erfahrung, die ich gemacht habe, sich oft gar nicht mal vorstellen kann, wo ihm das denn helfen könnte. Also gerade wenn du jetzt mit Kunden redest, die halt eigentlich so die Wunschkunden auch tatsächlich werden, weil sie selber noch nicht so in der Digitalisierung drin sind. Wenn der Kunde schon in der Digitalisierung ist und praktisch sich da selber seine IT-Abteilung und seine Software-Abteilung unter Umständen sogar hat, die auch selber programmieren, dann hast du halt oft das Ding, dass die halt ganz konkret jemanden brauchen, der das und das und das kann und dann halt zum möglichst günstigen Preis. So dieses, als Team entwickeln deine Software, das schlägt halt oft bei den entsprechenden Leuten eben, findet es keinen Anklang, weil sie halt dann sich einfach gar nicht vorstellen können, was das alles bewirken könnte. Und darum tust du dich auch leichter, wenn du irgendwie ein konkretes Softwareprodukt hast, weil da brauchst du dann eben nicht diese Vorstellungskraft, was das könnte, sondern kannst einfach sagen, okay, das und das und das gibst du ein, das und das kommt raus und dann dreht sich hinten der Roboterarm auf die und die Position. Ja. Also apropos da, wir haben ja einiges an Videos gedreht zum Thema Fallbeispiele, bestimmt an die 25 oder so, also alles auch auf unseren Kanälen, zu begutachten, genau aus diesem Grund letztendlich. Aber interessant, du hast jetzt sozusagen ein bisschen begründet, warum der Kunde das sich nicht vorstellen kann, aber selbst die Entwickler, Softwaredienstleister können sich halt
manchmal nicht Ja, vorstellen, die was. verlassen sich dann halt, die verlassen sich halt dann zu sehr halt auch drauf, dass der Kunde ihnen sagt, was er denn gerne hätte. Und dann hast du halt genau Ja. diesen luftleeren Raum, wo der Entwickler sagt, Das okay, ist ja, ich ein baue dir wichtiger alles, Punkt. was du dir Ja, ja, vorstellen ja. kannst. Und Ja, der Kunde genau. sagt, ja, ich kann mir aber nichts vorstellen. Also der sich vorstellende Faktor zwischendrin fehlt. Wenn du halt konkreter sagst, okay, wir machen dir eine Automatisierung von deinem Bauprozess oder wir machen die Digitalisierung deiner Akten oder sowas. Also wenn man da so eine gewisse Domain-Expertise auch schon hat, dann tut man sich damit halt so ein bisschen leichter, weil man dann sagen kann, okay, wir kriegen das hin, dass wir halt, was weiß ich, halt den Workflow an der Maschine halt optimieren. Mit dem PC, der auf der Maschine drauf montiert ist oder sowas. Ja. Dann ist es halt für den Kunden greifbarer, dann kann er sich eher was zum davor vorstellen und der Anbieter kann halt, auch wenn es dann immer noch kundenspezifisch ist, aber der hat halt dann schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Einfach nur zu sagen, wir machen, auch zu sagen, wir machen Laravel, also oder PHP oder irgend sowas. Also, dass du halt eine Technologie vorgibst, das ist dem Kunden, wenn der an der Stelle ist, dass er noch gar nicht weiß, was er damit anfangen soll, ist ihm die Technologie erstmal ziemlich egal.